Willkommen zu einem neuen Part nach dem Samichlaustag. Ich hoffe, sind noch alle da. Neben dem Wald. Schmutzli hat euch geholt, Der Wald hat euch schon geholt. Und so ich finde neu. Ich habe Wald, den ganzen Wald. Ja, mit dabei halt alle wie so auch bei dir. Der Schlumpf vom Hölzler. Was machst du da hinter mir? Die zwei dort am Knutschi Knutschi. Mach mal auf da. Ja. Ja. Wir sind immer noch dran am Holzschnitzel machen, um so schnell wie möglich verkaufen, dass wir schnell wie möglich auf 350.000 kommen. Könnten wir mal den Platz wechseln? Nein, ich kann das nicht. Realistisch aus, wenn da reingeht. Ich kann das nicht. Ah nein, ich brauche nur 312.000. Ja, ja. 350 wäre der andere. Was? Aber wir könnten jetzt mal den Platz wechseln. Ah, ich bin leer. Bist du? Platz wechseln in Kranen? Nein, den Ort wechseln, mal vielleicht ein bisschen weiter. Aha, deshalb können wir schon, ja. Warte, ich schau mal, was er da oben rum hat. Ja, aber ich muss auch wechseln, der Ort. Ja, selbst schon, aber ich schau mal, wo es am besten wäre. Das mache ich mal so, also deine GTA 1 Perspektive von ein paar Tagen. Geld ist cool. Fahrst schon alles rein. Ja gut, ich habe ein relativ grosses, offenes Feld, ich kann nicht viel reinfahren. Nein, das ist Holzhütli, können wir das auch für verbrennen. Nein, aber so Schnitzel draus machen. Ich glaube nicht. Ja, komm, wir gehen nachher da gerade hinterher. Schlumpf. Also so Zucker drüber abwärmen, da geht noch ganz gut mit der GTA 1 Perspektive. Schlumpf, schau mal schnell da rauf. Siehst du mich da hüpfen? So Hoppelhechen-mäßig. Ja. Da gehen wir mal hinterher, immer die Maschine hinterher gestellt. Dort hat es vorher viele Bäume, das Plätzchen zum Ablagern. Nachher, wenn ich gehe und abladen, kannst du mal deine Maschine da hinterher fahren und platzieren. Schau einfach, dass ich auf der Straße herfahren kann. Ich kann schlecht auf Bäume durch mit dem Ding. Ja, was schauen sie da die Hore? Na, alle gehen da. Laden. Und sonst schauen wir einfach, dass wir Platz haben, dass wir den Rest schon holen mit dem Ponzen. Ja, ich denke, in dem heutigen Part wird es bei mir auf dem Kanal nur ein bisschen Zuckerrüben bei MTG. Ja, ich hätte etwas anderes gemacht. Sei denn jemand von euch würde auch mal mich ablösen wollen. Und dann? Weil wir einfach irgendwie das Feld geerntet kriegen. Dann der Feld ernten. Nachher, wenn ich von BGA zurück bin. Nachdem ich dann ihr... Wieso fahrst du jetzt zu BGA? Ja, Silo abliefern. Du bist jetzt bei mir gekommen, Zuckerrüben holen. Dann tun doch jetzt weg, so dann sehen die Zuschauer mal die Fahrt zu BGA wieder einmal. Ja, dann musst du nur deinen Traktor wechseln. Und dann kannst du die drei Anhänger anhängen. Nachdem ich noch gewaschen habe. Also in diesen Anhänger da drin hast du ein Dings drin? Ja, in diesen drei Anhänger, die dort drin sind. Bist du jetzt sauber? Au! Ich sehe ihn. Ich habe es noch ein bisschen hergeschoben, ich weiß nicht, ob es gelangt hat. Oh. Ich hätte noch ein gutes Objekt gefunden, wo das alles oben reinwerfen könnte. Schon wenn wir sie dann mit dem Reim mal drüber reden. Ja! Effektiv mit dem Takt, Entschuldigung. Ja! Was ist denn klar? GTA? Gut. Ego-Perspektive. Also, GTA-Ego-Perspektive, die ist cool. So. Warum ich kann da nicht anhängen? Hast du Kupplung defekt? Oder geht das mit dem Traktor auch nicht?
Dann musst du einen Griechen holen, den Lamborghini. Okay. Lamborghini ist Versägerei. Versägerei? Jo. Seht die Leute mal ein kleines Pferd. Wirst du gerade rein, Griechen? Kann ich auch. So, da hätte ich zugekommen. Da hätte ich dem Pferd, der ist sicher zu schwach. Ich hole den Lamborghini. Ja, noch keine Leute reinwerfen. Ja, ja, ich kann aber drauf werfen. Bist du sicher? Ja, ja. Aha. Ja, der Hochschutz und so ist schon gehört. Ja, sind halt strenge Tage noch am Sammy Klaus. Durch den Wald muss zurücklaufen. Weißt du, wie weit das ist? Nein, ist nicht mehr so weit. Der Wald ist fast leer. Gott, hat einen Menschen überfahren? Hat ja, nein. Ruhe? Hat er rausgelaufen? Nein. Er ist einfach weitergelaufen. Ah oh, ja, dann. Der muss ich mit einer Anzeige rechnen. Den könnte man eigentlich auch mal einführen in den Simulatoren. Was die anderen Leute können anzeigen. Ja, die Leute alle schneiden oder was. Muss auch nicht in die Baumstumpf. Dings her da. Ja, einfach gerade dort irgendwo, wo. Wo es gerade gut aussieht. Hey, wie groß. Ja, ich platziere es jetzt wohl auf dem Haupthof von uns. Ja? Ist das genehm, der Herr? Jo, jo. Was bist du denn wieder am Basteln? Kriegst du denn gerade ein Ring am Tor? Warte, ich habe den Rektor abgestellt. Das hab ich gesehen. Wenn wir vor allem wieder mal nicht reinwenden. Ich habe gesagt, kann ich da verbiegen. Hä? Ich habe gesagt, kann ich da verbiegen. Nein, das hat mit dem nichts zu tun. Das sind kleine Pickel wieder, wenn ich reinwende. Ah. Das hätte das Problem gehabt, mal lösen. Dann haben wir das bereden zum Lösen. Ah, leg drauf. Das kann ich nicht. Oh. Nein, nicht wohl, wenn ich es hänge. Hei, nochmal. Was? Ui, ui, ui. Falls du das Teil einmal suchst und nicht findest, kannst du meinen Part anschauen. Okay. Einfach loslassen. Ich würde ja gerne, aber mein Controller spinnt gerade. Er nimmt ja einen Tasche da. Einfach loslassen. 48.000 im Fall. Was? Ja, 48.000. 48 was? Holla! 48.000 ist im Anhänger drin. Aha, sag mal, dass du da rumkommst und den Wald verlaufen. Quack! Ja, lustige Kette mit so drei Anhängern. Speziell zum Fahren. Wow! Kommt mir noch einen entgegen. Mit drei. Dubi dubi dam. Ui, da gibt es ja nicht viel zu ernten, wenn er noch mal gewachsen ist. Da. Und, wie lässt sich das fahren? Mit drei Anhängen? Ja. Und ich glaube, ich mache mich glaub, noch ganz gut. Das sieht aus wie das ein Chuchu-Baby. Gehen wir wenig Drogen. Ich lag einfach ein bisschen Mühe, um da den Hogel drauf zu kommen, aber jojo. Mal schauen, wo ich da überhaupt lachen lang muss, wenn ich da bin. Ja, nachher einfach. Naja, einfach rechts halten und dann alles da runter. 86%. Ah, du hast schon voll wieder alles in den Arbeit, gell? Hast du gesehen? Ja. Ist das so gewollt? Nein, eigentlich nicht. Ich fahre sogar mehr oder weniger auf der richtigen Straße. Kurve musst du einfach ein bisschen schauen. Ja, in der Kurve ist es noch ziemlich unmöglich zum
der richtige Straßenseite zu bleiben. Wenn man Kontrolle steuert, ist das irgendwie nicht so. Das war ich. Hast du eigentlich den Verkehr ausgeschaltet? Ich glaube, der ist automatisch ausgeschaltet. Schon? Ist nicht mehr so lästig wie im 13. Ja, von A ist es aber von A noch viel besser. Mit dem Klump. Ah, oh, da vorne müssen wir ja BGA sein, ne? Ja. Nächste links. Der Computer sagt nein. Jawohl, dort links hinein. Und dann fahrst du ins erste, zweite, dritte von dir. Dritte. Jetzt rechts. Da rein. Ja, genau dort. Wo bist denn du? Auf der Karte. Wie schörst du deine Kranen bitte wegfahren? Oh, ich bin gar nicht dort. Sieht recht professionell aus, was ich da mache. Boah, professionell nennst du das? Ich nenne das... Boah, shit. Ich nenne das, wir stecken jetzt beide im Dreck. Warum? Warum? Weil ich ihn hänge. Ach so. Lieber Herr hängt. Du hängst und ich klemme. Das Ding ist leicht zum Plattfahren. Wenn man mit dem Traktor drüber. Probieren wir mal. Sind wir am machen? Ein Plattfahrer. Was? Fahrsilo. Wie seid ihr für eine Farbe? Ziemlich dunkel. Muss nicht nehmen, wenn er hellgrün ist, dann muss ich nicht. Oh, dann haben wir den Fall schon eingefüllt. Nein, nie gemerkt, dass der Kasten geht direkt. Wenn du das abladest und etwas drin hast, dann schon so. Dann ist es okay, kaum zu weisen. Das ist ja nur ein Beschiss. Eigentlich solltest du den gar nicht abladen können, ja, logischerweise. Ja. Eigentlich, nein. Ja, nun, ich fahre dann mal da mit den Anhängern wieder ab. Bye bye! Was tust du, also die ganzen Anhänger, Samen hast du gefüllt mit Rasen? Ja, genau. Okay. Mega, schon nicht gut. Aber das könnte ich dann eigentlich auch jetzt mal machen in so einer Folge. Ja? Naja. Hätte ich noch genug zum Rasen zum Mähen. Hä? Der Petzo, ja. Aha, der ist voll. Oh, die scheiß Strohballen, das liegt nicht mehr da. Ich hatte einen Bug gehabt, die Schaufel ist hängen geblieben am Teil. Ja, aber ich habe schon gefragt. Du kannst eigentlich auch Dünger streuen. Wer? Der Ander. Der ist ein Häcksler. Ja, der. Was ich? Ja, du. Warum? Oh, einfach. Hui, da sieht man schon den Boden. Ah, falsche Seite gibt. Dann könnt ihr die Strohballen rausbringen. Scheiße. Ah, und die kannst du nur rausbringen, wenn ich düngen gehe. Nein. Ja, nein. Ja, oh ja, die Mütter draussen. Sonst können wir keinen Häcksel rein tun. Ja. Weißt du? Noch laufen jetzt Angebote, dann ist wirklich sehr. Paar Stunden läuft es noch. Ja, 8 Stunden. Ich tue nochmal das 23 ein bisschen dünner streuen. So, jetzt parkieren wir da die ganze Sache auf den Platz da oben.
dann war's das dann auch schon wieder von der Erfolg. The train is coming. Da herfahren. Screenshot. Dann noch aussteigen. Krasses Screenshot. Dann noch einen Blick da drauf werfen. Ja, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder mit dabei, weil mit dem heutigen Tag schließen wir ja die zweite Woche von dieser ganzen Sache hier ab. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen gegen oben da. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, tschüss miteinander. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.